Temperatur, alles okay? Kühl. Aber ich denke, man kann unten kurz fahren. Gut. Wird geil. Naja, ich schreibe euch schön ein, okay? Geil, machst du das? Ja, das mache ich für euch, ja, genau. Okay. Gut. Also, bis gleich. Bis gleich. Ich bin der André und ja, wenn ich die Zeit habe, dann unterstütze ich den Lars hier ein bisschen bei der Arbeit mit seinen Jungs im Rennen als Mechaniker oder zu Flaschen geben, alles was halt dazugehört. Also grundsätzlich kommen sie mit sauberen Rädern an. Ja, der eine oder andere hat ja mit meinem Schleifkörnchen dran, aber Lars hat die schon gut im Griff, die Jungs, und die zeigen da auch Disziplin in der gesamten Radpflege. Aber. Karottenkuchen ohne Mehl. Ohne Mehl also. Die Größe ist abgestimmt auf Radrennlänge. Über 8. Übertreibe ich nicht. Naja, irgendwie war am Anfang Panik, ne? Bei meiner Schulterverletzung. Und dann hat jemand ein Schulterblattbruch festgestellt. Das war auch erstmal blöd, aber irgendwie ist das Schulterblatt eigentlich ganz gut durch Muskeln geschient quasi. Und vor allem schnell fahren ist noch ein bisschen schwierig. Aber wir haben ja noch Zeit. Die Kleiderwahl des Tages. Also ich steche da glaube ich ein bisschen raus. Ich ziehe einen Anzug an. Der Rest der Jungs fährt im Trikot mit Hose. Es ist irgendwie gefühlt schon kalt. So. Bisschen. Und kurze Hose oder lang? Ja, kurz. Der André, der wird uns dann noch ein bisschen einräumen. Du musst jedes Mal, wenn du das Bein so bewegst, musst du einen Widerstand überwinden, um diese Einbeugung zu überwinden von dem Knielenk. Das sind Reibung. Das ist Reibung und dafür brauchst du mehr Kraft. Aber es wird, denke ich, darauf hinauslaufen, mehr Kleidungsstücke anzuziehen als die anderen. Es wird wohl auf Knielänge, Armlänge und lange Handschuhe hinauslaufen. Das sind einfach nur Sachen, mit denen müssen wir umgehen können. Deswegen. Du fährst also auch lieber bei Kälte oder ist dir das eigentlich völlig nicht egal? Nein, eigentlich nicht, aber heute ist mir egal. Ja. Das heißt, heute muss wieder richtig was werden. Heute muss was werden. Heute muss losgehen. So, hier ist Paul sein Rad. So, Strich 8 und ab das finde ich. '76, vorher Sieger Robert Jägerle. Aufpassen. Alter, ich zerbreche mir den Kopf. Ich weiß nicht, ob ich mit Überbeinlingen mir noch die Beine einschmieren soll. Ich weiß nicht genau, was ich unter mein kurzes Trikot ziehe. Ich weiß nicht, ob ich dünne oder dicke Überschuhe anziehe. Und ich weiß nicht, ob es noch regnet. Und ich weiß auch nicht genau, ob das Rennen länger ist als eine Stunde. Aber ich habe ja sonst immer erst ab Mai Straßenrennen gehabt. Und irgendwie 6 Grad und so ist mir nicht so oft untergekommen im Straßenrennen. Ich bin ein bisschen überfragt. Wenn hier nichts passiert und ihr spürt, Jun, dass der Wind auf der Zielgeraden richtig reinbläst, könnt ihr euch 5-6 Runden Zeit lassen, dann könnt ihr das selber in der Hand nehmen. Brettert ihr da richtig hoch auf der Kante und fahrt dort mal richtig schnell hoch und dann werdet ihr sehen, was passiert. Kommt es hier zum Sprint in einer großen Bande, haben wir hier 2 schnelle Leute dabei. Heute ganz klar für Robsi. Na? Und das seht ihr aber dann im Rennen. Na? Aber wir gehen im Groben davon aus, etwas größere Gruppe, so viel wie möglich mit drinne, Walze du unbedingt, Jon du auch unbedingt. Und dann Walze kann man hier hinten raus, wenn man so richtig den Punch hat, kann man hier ein bisschen auseinanderfahren. Ja, ja. Ne? Ne? So, und jetzt, wenn keine Fragen, dann ab mit euch. Das Teil, mittlerweile die 3. Generation von Power to Max, deshalb auch NG. NG für Next Generation. Ja, was kann die besonders? Es ist ein professionelles Leistungsmesssystem mit allem, was eigentlich in diesem Bereich momentan State of the Art ist. Ja, wir haben mit dem Vorhersieger, dem Robert Jägerle, hier natürlich jemanden, der im Sprint sehr wettbewerbsfähig sein wird. Aber wir haben mit Philipp Walzleben hier jemanden, der aus einer Gruppe heraus das Ganze bestimmen kann. Also ich bin selber gespannt. Und wir haben natürlich ein ganz, ganz stark besetztes Rennen und viele starke Mitstreiter. Ja, LKT und dann die UK Stützer, das Team Triebwerk, die Kollegen von Sparta Prag sind hier, was auch noch nicht so oft stattgefunden hat, denn mit denen muss man immer rechnen. Also ganz, ganz viele, das heißt ganz schnelles Rennen und wir dabei.
Zeit im Rennen. Wie sieht es denn aus hier bei dir, Lars? Naja, es ist für uns alle etwas frisch und etwas langweilig. Also wenn man Action haben will, muss man mit seinem eigenen Auto herkommen. Das macht, glaube ich, hier Spaß auf der Runde. Im Moment ist es sehr kontrolliert, für uns gut. Einer vorne raus, eigentlich perfekt für einen Sprint und bleibt kontrolliert. Mehr passiert erstmal nicht. Also ich bin ja immer jemand, der den Leuten das gönnt, die angreifen und das vielleicht mal nach Hause bringen, aber es ist ja auf dem Kurs für ihn alleine unwahrscheinlich schwer. Aber da kommen sie schon, es ist jetzt wirklich weniger geworden, 31 Sekunden. Die sollen immer im Windschatten fahren, solange das möglich ist, aber wenn die Post abgeht, dann müssen sie den Hintern heben. Ne? Das war der Walze, Philipp Walzli. Das war heute vor dem Rennen auch so ein bisschen das Ziel, dass wir ihn wirklich mal testen nach seiner schweren Verletzung. Walze hat das Schulterblatt gebrochen und ist jetzt seit gut 4 Wochen im Training und wir wollten heute wirklich mal testen, wie es jetzt wirklich geht. Versucht er gerade. Geflogen gekommen. Was machst du denn? Ich hab dir auch fast meine neuen Schuhe abgeholt. Ich war hopp. Wie ein Radrenner das. Aber ich denke, das müssen wir erst mal sagen lassen. Also vom Rennverlauf her eigentlich, was ich gesehen habe, ganz gut das umgesetzt, was wir besprochen haben. Platz 5, 6 und Paul 13. Da muss irgendwas richtig, richtig schief gelaufen sein. Das müsst ihr mir jetzt erzählen. Es war relativ schnell und haben uns dann auch gefunden. Ich war beim Jon hinten dran und Jon ganz klar mit dem Ziel, bei Bauer halt hinten dran zu bleiben. Und dann kam der Fabi noch, sind wir die Abfahrt hier runter, dann kommt der Bauer, der fährt dann irgendwie mit noch einem los, die fahren irgendwie durch eine Lücke durch, wo wir nicht hinterher kommen. Ja, dann fahren wir in die Kurve rein und dann war eigentlich noch alles in Ordnung in meinen Augen, aber dann wechselt der Fabi leider in die falsche Richtung raus, so dass Jon im Bogen fahren muss, ich abbremsen muss, dass ich nicht über den Jon falle. So, und ab da war der Sprint eigentlich so eröffnet, weil dann fährt jeder sein Ding weiter. Ganz ehrlich, um nochmal deutlich zu werden, das können wir uns nicht leisten, sowas. Mit sowas können wir hier nicht nach Hause fahren. Tut mir leid. So, mit was für einem Gefühl fahrt dann jetzt nach Hause, außer kalt? Ja, auf jeden Fall. Dass die Form schon mal irgendwie ein bisschen da ist, würde ich sagen. Wow. Dass es jetzt nur kommunikativ noch ein bisschen besser werden muss, sag ich mal. Weil. Hast du einstudiert oder? Nee. Weil dann kann es echt mal klappen. So. Wir müssen es auf jeden Fall nicht mehr verstecken.
der heutige Westsachsen-Klassiker am Sachsenring auch überstanden und wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr. Oder wir sehen uns bestimmt demnächst mal wieder.